Und hier unten mache ich dann halt 6 Radieschenpflanzen hin. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Und die brauche ich dann nicht mehr. So. Betten. Kommen hier hin. Ich hätte sie auch aneinander stellen können, aber so finde ich das irgendwie schicker. So. Habe ich Betten hier. Und den Esstisch, den stelle ich hier auf. Oh, aber die Betten müssen da nochmal weg. Nein, nicht so hin, sondern so hin, sonst komme ich da nämlich nicht mehr ran. Oh. Du solltest nicht da unten rumhängen, du armer Wicht. Gut. War ja irgendwie klar, dass da drunter eine ganze Ader ist und unter der Ader noch eine Ader. Genauso wie hier. Aber ein Problem sehe ich jetzt damit erstmal nicht, weil Gold ist Gold. So, jetzt brauche ich eine hübsche Treppe hier drüben. Nehmen wir ruhig was Dekadenteres, nämlich eine verstärkte Steintreppe. So, ich hoffe, da unten drunter ist nichts mehr. Nein. Gut. Denn dann kannst du nämlich hier drüben hin. Ja gut, die Steine können uns erstmal egal sein. Wichtig ist eher, dass wir Turmalin kriegen. Und das Silber, da lasse ich auch mal in Ruhe. So, einmal Deckel drauf und dann ist gut. Fürs Erste. So, dann sind noch die hier dran. Nein, hinter dem Turmalin ist kein weiteres Turmalin mehr, zum Glück. Ich kann nämlich die Steine hier mir schnappen. Und den Stein kann ich auch mal entfernen. Und dann könnte ich schon mal unsere erste schicke Säule zusammenbasteln. Marmor bringt dasselbe wie Stein, also wird es eine Steinsäule. So, bau mir bitte die 3 Teile dafür. Zwei
Eisen. Eisen können wir auch gut gebrauchen. Aber jetzt erstmal wieder hier Deckel drauf. So. Ist auch noch Eisen? Nein, aber dafür ist da noch ein Goldvorkommen. Und unter dem Silber ist noch mehr Silber. Und ja, wenn ich mir das schon so ansehe, dass wir da unten noch mehr Räume haben, dürfte das lustig werden. Jupp. Und du kannst hier drüben her. Wir dürfen aber nicht zu tief buddeln. Oh, 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 oh. Nein, du buddelst jetzt erstmal nicht mehr. Und du buddelst den dann nicht aus, danke. Wir brauchen nämlich erstmal mehr Truhenplatz. Und da wir im Augenblick nicht genug Eisen für gute Truhen haben, müssen erstmal die zwei herhalten. Und ich könnte das Gold nutzen, um den Zwergenhort aufzubauen. Auszubauen, so. Ernsthaft, hinter dem Stein ist noch mehr Stein. Leg dich lieber. Okay, ich hätte ihn vielleicht versuchen sollen, ihn direkt ins Bett zu porten. So, und da ich jetzt genug Holz habe, bitte die beiden Blöcke zumachen. Dann kann ich nämlich unseren Thronsaal schon mal fertig machen hier. Ziemlich großer Thronsaal diesmal, hä? So, so. Was habe ich denn so an Verzierungen, die ich aufstellen könnte? Eine Trophäe, dass alle gleich sehen, wie mächtig wir sind. Die kommen später links und rechts vom Thron hin. Eine Badewanne. Nun ja, hier im Thronsaal würden sie auch zwei Steinsäulen, eine oder zwei Steinsäulen gut machen. Hier an den Dingern. Deswegen noch mehr Steinsäulen. So, baue mir die Einzelteile, dann tue ich sie zusammenwursteln. Und dann kriegen wir immer mehr Beliebtheit zusammen. Ja.
Ich würde dich gern versetzen, danke. Mann, sind hier unten noch Rohstoffe versteckt. Hilfe. Da ist garantiert auch wieder ein größeres Vorkommen. So wie hier. Also hier alles wieder zuzumachen, das wird schön werden. Deswegen sollte ich auch zum Beispiel nichts Unnötiges ausbuddeln. So, jetzt... Warum zur Hölle haben wir jetzt nur noch 9 Zwerge? 3 Krieger, 2 Bergarbeiter, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, König macht 10. Was ist jetzt kaputt gegangen? Also ja, ich rufe mal 2 Jungzwerge, die dann beim Forschen helfen können. Wenn sie entsprechendes Level erreicht haben. Bis dahin muss ich gucken, dass ich Gold finde. Oder etwas, das ich zu Gold machen kann. So, ihr beide könnt raus hier. Okay, da gibt es hier erstmal eine Leiter. Nach hier unten. Und wer jetzt gedacht, unter dem Stein liegt noch mehr Turmalin. Ja, löchrige Angelegenheit hier. So, das Holz kann ich schon mal ein bisschen nutzen, um hier... ein paar Blöcke zu schließen. So. Und ich baue mal meine Säulen zusammen. So. Genau, du kannst hier runter plumpsen. Und dann auch gleich hier zu machen. Hier ist noch mehr Gold und Turmalin und Stein und sowieso. Weichere Betten. Ja, ich brauche das Gold eben. Und ich bräuchte halt auch viel mehr Holz. Weil die Forschungstische sind teuer. Ich kann halt ein bisschen von meinem Stein verkaufen. Um die besseren Forschungstische besser zu bezahlen.